zwei, drei. Ich bleibe stehen und schaue. Eins, zwei, drei. Kann nicht gehen, ist meine Straße frei. Leider nein, da kommt ein Bus. Das ist, dass ich starten muss. Ja, prima. Guter Einsatz, Valentin. Das wird langsam was. Mensch, ich freue mich schon total auf unser Programm. Ja, und ich freue mich auf die Kinder. Das glaube ich. Das sind meine Freunde. Ja, das sind deine Freunde. Ach, schau. Und apropos Kinder und Freunde, ihr seid ja auch schon da. Hallo. Hallo. Das heißt, dass das Rätsel des Monats jetzt losgeht. Ja, genau. Na, dann fangen wir an. Ja, das mache ich sofort. Ich habe nur noch einen Tipp. Und zwar suchen wir diesmal nicht eine Sache, sondern einen sogenannten Oberbegriff. Also für diese Sache. Aber das lasst ihr euch dann von den Großen erklären. Oder vom Opa. Wie vom Opa? Na, Oberbegriff. Ach, nein, nicht Oberbegriff, Oberbegriff. Hä? Das erzähle ich dir dann auch gleich, wenn wir fertig sind. Aber jetzt fängt das Rätsel an. Also, passt auf. Ganz früher, da gab es ihn noch nicht. Man ging zu Fuß, ganz einfach und schlicht. Doch bald war dies nicht mehr genug, vor allem wenn man beispielsweise Schweres trug. Pferde, Esel und das Rad kamen ins Spiel. Und schon war es möglich, ein weiteres Ziel. Nicht mehr nur so weit die Füße tragen. Man rollte gemächlich mit dem Pferdewagen. Doch so eine Reise war nicht nur herrlich, sondern lang und auch beschwerlich. Ja, man konnte und kann auch über das Wasser reisen. Oder seit fast 200 Jahren auf Gleisen. Heute reist man, wenn die Ferne ruft, am schnellsten und bequemsten durch die Luft. Jeder und alles kann heutzutage überall hin. Dies ist des gesuchten Wortes Sinn. Einerseits toll und manchmal zu voll. Immer wieder ausgebaut, oft zu viel und meist zu laut. Zählt dein Fahrrad auch dazu? Ja, na klar. Das ist ganz leise. Außer dann an Achtung! Ruft. Ja, genau. Also, ihr Kinder, ich glaube, ihr habt schon eine Idee. Also viel Spaß beim Raten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!